Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 10. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen haben das Wissen übernommen von indischen Astrologie und genauso berechnen ihren Horoskopen. Sie berücksichtigen auch die Präzession, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlicher Astrologie. Bei diesem Legesystem sehen wir die vier Grundelementen, Feuer, Erde, Luft und Wasser, wobei die tibetische Astrologie arbeitet mit fünf Elementen, das haben die von chinesischen Astrologie übernommen. Aber bei diesem Legesystem bleiben wir bei diesen vier Grundelementen und wir sehen auf ersten Blick, es fehlt die Erde-Element. Und damit wird die inneren Gleichgewicht, die inneren Harmonie finden. Und diese Einflüsse beobachten von Sternen und können wir das ausgleichen, sollen die Erde-Element betonen. Und das bedeutet, um die Finanzen kümmern oder unsere Ideen im Tat umsetzen oder etwas für die Natur tun, die Natur bewundern oder Gartenarbeit, dann stehen wir auch in Verbindung zum Natur, unserem Planet Erde. Die heutige Grundaussage für diese tibetische Astrologie Vollendung, etwas zum Ende bringen, etwas zum krönenden Abschluss bringen. Sonne bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder. Man spricht von Sonnenbewegung, obwohl die Bewegung macht eigentlich unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Monatsthemen. Und das sind die Wiederenergie, Neuanfang, Begeisterung, Kraft und Mut zum Zeigen. Oder mal etwas Neues ausprobieren. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage und die Erde zeigt, was manifestiert sich. Was können wir manifestieren? Das sind die Waage-Themen. Etwas ausgleichen, im inneren Gleichgewicht bleiben, etwas vergleichen. Waage steht auch für Kunst, Kreativität, Schönheit, Harmonie, aber auch Frieden. Und das braucht auch unserem Planet Erde, diese Frieden, Friedensbewegung. Außerdem steht Waage für Gerechtigkeit und Liebe, Partnerschaft. Das sind die Themen, was wir gerade manifestieren sollen. Pallas Athena bewegt sich auch in diesem Bereich zwischen Jungfrau und Waage und hat einen Einfluss auf unseren Planet Erde. Athena ist ein Kleinplanet, ein sogenannter Asteroid und befindet sich in Asteroidengürtel. Pallas Athena ist eine Göttin, eine Kriegsgöttin, aber sie möchte keinen Krieg führen, sondern sie kennt die Kriegszüge, die Schachzüge, die Taktik. Und für sie ist das bekannt, wie Kriege geführt werden. Sie hat dieses Wissen. Pallas Athena ist auch die Göttin, die Schmiede, Kunst und Waffenherstellung. Sie wurde von Zeus Kopf geboren. Man nennt sie auch die Kopfgeborenen. Und sie ist die Schutzgöttin von Athen.
Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Krebs und fühlt sich sehr wohl, weil herrscht über diese Tierkreiszeichen und kann sich voll und ganz entfalten. Das bedeutet, wir nehmen unseren Gefühlen intensiver wahr oder haben mehr Fantasie und Träume, ist auch Empfängnis, kann auch Schwangerschaft auslösen. Mars setzt alles in Bewegung und diese Mars-Energie haben wir Frauen auch und zeigt, wie wir uns durchsetzen können, wie wir uns durchsetzen sollen im Leben. Und da wirkt die Zwillingsenergie, das heißt, wir können mit Sprache uns durchsetzen, andere überzeugen und wir brauchen mehr Leichtigkeit. Mars bedeutet auch die Männer. Und hier in diesem Bereich ist auch Rahu, dieser Drachenkopf, was zeigt Orientierung. Aber oft weiß man gar nicht, in welche Richtung sollte man orientieren. Dieser Bedürfnis ist da, aber bei vielen Männern fehlt gerade die Orientierung. Sie fühlen sich eher orientierungslos. Dazu kommt noch auch der Einfluss von Orion. Dieses große Sternbild hat hier auch eine Wirkung. Und Orion zeigt auch Suche nach etwas. Viele Männer wissen, was sie suchen und können das beschreiben, aber einigen können gar nicht sagen konkret, was das ist. Nur dieses Bedürfnis ist sehr spürbar. Merkur bewegt sich hier in Tierkreiszeichen wieder, setzt vieles in Bewegung, handelt, Merkur handelt, da kommen Gespräche auf uns zu oder Terminen, Verhandlungen, Schulungen, Wissen vermitteln, Austausch von Informationen oder Verträgen. Das sorgt für Neuanfang oder kommt mehr in Bewegung. Bei dieser wieder Einfluss auf Merkur neigen wir dazu, etwas sagen, unüberlegt. Jupiter bewegt sich hier in Skorpion, ist gerade rückläufig. Jupiter vergrößert alles, also diese Rückläufigkeit bremst es. Das zeigt die Zeitqualität. Wenn wir etwas vermehren möchten, dann ist das nicht der richtige Zeitpunkt dafür, sondern das bremst ein bisschen ab. Warum? Weil wir sollten das langsam tun. Kann sein, das kommt was Besseres oder noch etwas überprüfen oder überlegen. Und Jupiter zeigt mit dieser Bewegung hier in Skorpion, sollen wir erstmal in die Tiefe schauen, die tiefe Zusammenhänge erkennen, aber auch unseren Gefühlen achten. Immerhin, Wasserelement hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Das transformieren, übergehen auf den positiven Gefühlen wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung und Liebe. Das ist die schöpferische Kraft, das ist die schöpferische Energie. Und diese Weisheit zeigt hier Jupiter. Venus ist die Liebesplanet, mit Venus Einfluss verschönern etwas. Alles, was angenehm, schön ist, steht in Venus Einfluss und zeigt auch Weiblichkeit, zeigt uns Frauen auch. Hier in Fischen kann sich Venus sehr gut entfalten, fühlt sich sehr wohl in diesem Tierkreis zeichnen und zeigt jetzt unseren guten Geschmack oder Kreativität. Und wir Frauen sollen wir über die Fischenenergie mal nachdenken. Was vermittelt uns diese Tierkreiszeichen? Das sind eigentlich zwei Fische. Hat auch mit unseren Gefühlen was zu tun. Immerhin ist es Wasserelement. Und das heißt, die eine Richtung ist die Angst und Zweifel und Selbstmitleid, was alles blockiert. Und die andere Richtung sind die Träume. Hier wirkt Neptun eindeutig, aktiviert unsere Träume zum Leben. Wir brauchen eine Vorstellung über das, was wir erreichen möchten. Und diese Bilder sollen wir pflegen, die Energie in die Richtung lenken. Dann manifestiert sich das alles. Und dann das Vertrauen loslassen, geschehen lassen. So kommt das im Fluss. Saturn ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit etwas zu tun.
oft mit karmischen Themen. Saturn ist auch Hüter der Karma, ist hier im Schütze. Was belernt Saturn? Lern auf dem alten Fehler und versuch etwas zu verbessern. Orientiere dich neu. Schütze zeigt das auch. Schütze zeigt im Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und im Esoterischen heißt das, in dem spirituellen Bereich wird das beschrieben, hier sind unsere Wünsche, also die Richtung sind unsere Wünsche, das zu verwirklichen. Und Saturn zeigt, lerne damit umzugehen, nimm das auch ernst und nimm das in Form. Saturn will etwas in Form bringen und das befestigen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und das löst bei vielen Menschen, besonders die, wo in Tierkreiszeichen wiedergeboren sind oder Aszendent wieder haben oder wieder Einfluss, Neuanfang, oft kommt das plötzlich unerwartet. Neptun lässt unserem Träume leben, hat auch einen Einfluss auf den Fischen Energie. Neptun herrscht auch über die Tierkreiszeichen Fischen, aber bewegt sich zurzeit im Wassermann und das heißt, Ideen verwirklichen, die Träume leben, aber mit Leichtigkeit. Pluto zeigt Konzentrieren auf den Wesentlichen. Pluto ist rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun, genau wie Keto, dieser Drachenkörper, ist auch hier in diesem Bereich und aktiviert diese karmischen Themen. Und Pluto sagt, alles verabschieden, was im Weg liegt, das vergleiche ich mit einem Rucksack. So beschreibe ich das immer wieder. Stellt ihr vor, ihr werdet geboren. Wir kommen nicht mit leeren Händen. Ich vergleiche das mit einem Rucksack. Wir haben einen Rucksack dabei. Und da sind alles drin, was wir erlebt haben in früheren Leben. Da sind die Erinnerungen, auch Gefühle. Und damit starten wir unserem Leben. Und genau das zeigt hier dieser Mondknoten. Und dann bewegen wir uns. Dann kommen neue Eindrücke, neue Begegnungen, neue Lebenserfahrungen. Auch Gefühle noch dazu. Dieser Rucksack ist irgendwann voll. Und wenn das schwer ist, dann bedrückt uns das alles. Und haben wir einen schweren Lebensweg. Dann sagt Pluto, stopp! Mach mal Pause, nimm mal diesen Rucksack in Hand, schau mal da rein, was alles drin ist, was du unnötig mitschleppst. Schreib auf, was brauchst du nicht. Welche Gewohnheiten möchtest du befestigen? Welche Gewohnheiten willst du verabschieden? Oder welche Glaubenssätze unterstützt dich? Und welche Glaubenssätze blockieren dich? Oder welche Kontakte möchtest du bewahren? Welche Kontakte willst du verabschieden? Welche Möbelstücke oder Gegenstände stehen ständig im Weg und stolperst jeden Tag? Na, warum versorgst du das nicht? Und dann kommt was Neues, was du auch liebst. Und auch die Gefühle. Welchen Gefühlen sollst du verabschieden? Das sind die negativen Gefühle. Wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression. Da kommen dann nur noch viel schlimmere Gefühle dazu. Aber ich gehe davon aus, das habt ihr nicht. Verabschieden von Angst. Wir begehen auf den positiven Gefühlen. Wie Begeisterung oder Hingabe oder Liebe. Dann ändert sich das Leben. Und der Vorteil ist, wenn wir aufräumen in diesem Rucksack, wir haben viel mehr Platz. Dann kann was Neues kommen und verspüren wir die Leichtigkeit. Endlich können wir aufatmen, weil das ist nicht mal so schwer, wie das mal war. Und genau da zeigt Pluto. Und bei Pluto gibt es einen Satz, alles oder nichts. Konzentriere auf den Wesentlichen. Mond bewegt sich hier im Krebs und hat einen Einfluss von Alchena und von Pollux. Alchena bedeutet übersetzt ein Zeichen. Und was für Zeichen? Wir sollen heute beobachten, welche Zeichen bekommen wir, weil das kann eine wichtige Botschaft sein. Entweder ein Traum oder wir sehen ein Nummerschild oder ein Satz oder etwas, ein Zeichen wird heute kommen und dieses Zeichen hat eine Bedeutung. Pollux bestrahlt auch die Mondbewegung. Pollux
ist eine von den Hauptsternen der Zwillinge, aber wirkt in diesem Grenzbereich, wo gerade die Mond sich bewegt. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte, weil das belehrt uns auch etwas. Es gab eine wunderschöne Königin Leda. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verliebte Leda und verführte auch Leda und sie wurde schwanger. Sie war aber verheiratet mit dem König von Sparta und von ihm wurde auch schwanger. Und Leda gebar den Zwillingen Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Die beiden waren immer verbunden. Und dann kam die Zeit, wo Castor sterben musste, und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ich will auch sterben, ich kann meinen Halbbruder nicht alleine lassen. Bis jetzt waren wir auch immer zusammen. Und Zeus hat gesagt, nein, ihr müsst nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillinge im Himmel gesetzt und unsterblich gemacht. Und sie leuchten im Himmel, Castor und Pollux. Und das bedeutet, wir Menschen haben eine Seele. Und das ist unsterblich, weil das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper. Und die Körper gehört das Menschlichen. Also die Seele verabschiedet von die Erde, verabschiedet von Körper, von Materie und kehrt zurück zum Gott. Und ich kann das sinngemäß so vorstellen, dass Gott fragt dann, naja, wie warst du auf die Erde? Erzähl. Und die Seele erzählt und erzählt und erzählt und die ganze Leben spielt sich wieder ab wie ein Film. Und Ende des Filmes fragt dann Gott, so kann ich das einfach mal vorstellen, ja, wie fühlst du dich jetzt? Wenn die Seele sagen kann, das war wundervoll, das war so schön auf die Erde, ich bin so glücklich und befreit, dann hat sich vom Karma befreit. Natürlich kommt noch die göttliche Gerechtigkeit dazu, Ursache und Wirkung, weil das ist ein Gesetz, alles was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann müssen wir ausgleichen im nächsten Leben. Aber mal abgesehen von dieser Gerechtigkeit, wenn die Seele dann sagt, ich habe das Film jetzt angeschaut, das zeigt mein ganzes Leben und ich stelle mir fest, ich habe doch gar nicht gelebt. Dann sagt der liebe Gott, dann geh zurück und mach besser. Und die Seele macht diese Seelenreise und wir sind in dem Rad drin, in diesem Schicksalsrad und das nennt man Karma und sucht einen Schicksalsweg aus. Und das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt und hat ein Ende, das ist unserem Tod. Und genau das zeigen die Zwillinge. Dieser Schicksalsweg ist Castor, das Menschliche, das Sterbliche, und das Seelische ist Pollux, das Göttliche, das Unsterbliche, weil wir sind ein Teil von den göttlichen Schöpfung. Das heißt, wir haben eine göttliche Funke in uns, in unserem Inneren. Und wenn wir meditieren, dann finden wir das auch und das ist unsere Intuition. Und wenn das lebendig ist, dann lässt uns das inspirieren. Und dann so kommen wir näher zum einen höheren Bewusstsein. Und das erzählt diese Geschichte und Pollux, dieser Göttliche, die bestrahlt genau diese Mondbewegung und diese Geschichte ist vielleicht gut, mal etwas nachdenken. Und jetzt zum tibetischen Astrologie, das zeigt dieses Bild mit vollen Symbolen. Die heutige Tagesenergie ist im Einklang für diejenigen, die 1943 geboren sind oder 2003 geboren sind. Die Aussage ist vollenden etwas, damit diese Hin und Her, Höhen, Tiefen aufhört, das zu beenden, bereinigen, klären und dann vollenden und dann kommt ein Neuanfang.
Dieses ganze Symbol sagt, heute haben wir eine starke Anziehungskraft, haben wir Kontakte mit Freunden. Es ist Geselligkeit sehr wichtig, auch Reisen oder eine Reise vorbereiten. Und Esoterik, Mystik, Spiritualität ist auch sehr wichtig. Aber heute sollen wir vorsichtig sein. Diebstahl ist möglich. Die Farben haben auch Bedeutung. Wir reichten auf Feuerelement. Das gibt uns gerade die Impuls, die Kraft, die Bewegung, die Mut, etwas Neues auch bewegen. Aber diese Kraft soll von innen kommen. Und das ist hier diese blaue Farbe, die Wasserelement von Gefühlen. Das ist Intuition. Und dann kommt ein langsames Wachstum, ein Neuanfang. Und das ist die Holzelement. Die Zahlen, was wichtig sind, die Zahl 9 in Feuerelement, das heißt etwas beenden, vollenden und dann die Kraft zu haben, etwas Neues starten. Die Zahl 3 im Wasserelement ist auch wichtig, auf inneren Gleichgewicht bleiben, denken, fühlen und von hier aus intuitiv entsteht etwas Neues. Die Zahl 6 in Metallelement bedeutet Vergangenheit klären. Besonders bei 1943 Geborenen ist die Glückszahl die 9, die Thema, die Hauptthema ist die 3 und Schicksalszahl ist die 6 und für die 2003 Geborenen ist die Glückszahl 3, die Hauptthema ist die Zahl 6. Und die Schicksalszahl ist 9. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihren Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihren Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.